Moin Freunde und damit herzlich willkommen zu einem kleinen speziellen Video hier. Und zwar schauen wir uns das Regelland zu Mario Party 3 an. Ja, ihr habt es euch gewünscht, geschweige, ich habe eine Wette verloren und ihr wolltet es unbedingt trotzdem sehen. Da dachte ich mir so, ja okay, komm, Regelbrett machen wir auch noch easy. Und Pummel ist schon glücklich dabei, der will schon richtig losstarten. Nächster Halt ist natürlich das Gefecht-Regelspielbrett und diesmal bin ich als Hauptperson und Darsteller wieder zur Verfügung. Ich erkläre dir jetzt nun Schritt für Schritt die Regeln auf einem Gefechtspielbrett. Pass gut auf und merke dir, was ich sage. Okay, es folgen nun die Spielregeln. Die wunderschönen Spielregeln, man kennt sie. Ich lieb sie nicht. Vor allem nicht im Regelland. Ja, du hast ja auch keinen Vortritt jetzt. Ich bin hier beim Reden, ja? Also, wir sind da. Endlich auf das Gefechtsspielbrett. Wetten, dass ihr jetzt die Regeln vom Gefechtsspielbrett hören wollt? Schreibt mal jetzt in die Kommentare. Zu Beginn sollte die Startreihenfolge ermittelt werden. Stellt euch unter den Würfelblöcken und springt. Die Startreihenfolge lautet Mario als Erster, Peach als Zweiter, danach der Yoshi und zu guter Letzt natürlich Wario. Wer die höchste Augenzahl würfelt, ist Erster. Ja, als ob ich das nicht wüsste, weißt du? Hey, lass mir das dann erklären, ja? Viele wissen es ja nicht. Also, lass uns mal das Spiel beginnen. Schon aggressiv. Dieser Würfel ist genauso aggressiv wie der Toad beim letzten Mal. Willst du mich etwa mit einem Toad vergleichen? Nein. Alles gut, Pumpputze. Es ist alles gut. Wir müssen nicht streiten. Besser so, ne? Ich hab die Macht. Du weißt, ich hab deine Cheatcodes parat. Ja. Alles gut, Putze ist ein sehr guter. Daumen hoch für Putze. Die Spieler ziehen um die erwürfelte Augenzahl auf dem Würfelblock hervor. In unserem Fall zieht Mario nur ein Feld. Nun erkläre ich dir die einzelnen Felder. Wir haben hier ein blaues Feld. Landest du drauf, erhältst du 3 Münzen. Während der letzten 5 Runden sogar 6 Münzen. Die Peach hingegen landet auf einem roten Feld und verliert 3 Münzen. In den letzten 5 Runden würde sie 6 Münzen verlieren. Ach gut, dass Yoshi wieder einmal der Außenseiter ist und auf dem Fragefeld landet. Passieren die verschiedensten Dinge auf diesem Feld. Aber weiß Yoshi es, passiert nur Unglück für ihn. Wir kennen's ja. Und Wario, der am schnellsten vorangeht, landet auf einem Ausrufezeichenfeld. Landet ihr auf diesem Feld, beginnt ein Glücksspiel. Das Glücksspiel eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Nutzt also jede Gelegenheit. Wenn alle 4 Spieler nun gezogen haben, endet die Runde und ein Minispiel beginnt. Vor allem dieses Regelland hat sich bis jetzt von Mario Party 2 nicht unterschieden, außer das Ausrufezeichen. Ey du, ja, es ist viel mehr los auf Mario Party 3, ne? Das macht viel mehr Spaß. Vor allem die Bugs, die dabei sind. Hey, ich hab dir nicht zu Wort kommen lassen. Das ist ein Bowser-Feld. Landet ihr auf diesem Feld, beginnt ein Bowser-Ereignis. Bowser führt nur Böses im Schilde. Sei also auf der Hut. Na, sei immer nicht so sicher. Bowser kann auch lieb und nett sein. Hast du irgendwie die Regeln erfunden oder so? Wir sind in Mario Party. Ist jeder gegen jeden. Man kann auch miteinander kämpfen. Sowas gibt's nicht. So, jetzt erkläre ich weiter. Hier haben wir das Itemfeld. Wer hier drauf landet, nimmt an einem Item-Minispiel teil. Jeder Spieler kann maximal 3 Items tragen. Mit etwas Geschick kann man hier sogar die tollsten Items ergattern. Manchmal, wenn ihr viel Glück habt, schenkt euch Toad einfach Items. Wenn ihr Toads Frage beantwortet, sogar ein seltenes. Naja, manchmal. Baby Bowser schenkt auch manchmal Items her. Wer von beiden erscheint, zeigt sich erst, wenn man auf das Feld landet. Das hier ist ein Kampffeld. Landet ihr auf diesem Feld, ihr wisst schon, beginnt ein Kampfminispiel. Dafür müsst ihr Münzen einzahlen, um dann in einem Spiel gegeneinander anzutreten. Die Anzahl der Münzen, die jeder Spieler erhält, hängt vom Spielergebnis ab. Wenn alle Spieler verlieren, ist das Minispiel beendet und die Münzen werden zurückgegeben. Und zu guter Letzt haben wir das Glücks-Sky-Feld.
Landet ihr auf diesem Glücksgeifeld, beginnt ein Glücksgei-Minispiel. Bei diesem Spiel muss man alle seine Münzen einsetzen, um Glücksgei herauszufordern. Wenn du gewinnst, erhältst du mehr Münzen. Ist dies nicht der Fall, verlierst du alles. Ein Alles-oder-Nichts-Prinzip. Oh, ein Glückstreffer! Natürlich, das habe ich ja nicht vorausgesehen. Der Mario hat einen versteckten Block gefunden. Darin findet man einen Stern. Nicht nur, ja. Also, mein Lieber, da gibt's auch Münzen. Ich bin hier derjenige, der erklärt, nicht du. Guck mal, ich zeig's sogar noch. Die Münzen kann man daraus bekommen. Oder sogar ganze Items. Und weiß Marius, stopfen wir ihn einfach voll. Der Inhalt bleibt aber verborgen, bis man unter dem Block springt natürlich. Als nächstes erkläre ich die Minispiele. Minispiele beginnen, wenn alle Spieler gezogen haben. Diese vier Tafeln sind die Spielertafeln. Sie färben sich abhängig vom Feld, auf dem man steht. Rot oder blau. Steht man auf dem grünen Feld, wird per Zufallsprinzip die Tafel rot oder blau gewählt. Wenn alle Tafeln die gleiche Farbe zeigen wie hier, beginnt ein Vierer-Minispiel. Wenn die Tafeln in rote und blaue aufgeteilt sind, tritt das blaue Team gegen das rote Team an, sind die Tafeln in je zwei rote und zwei blaue. Startet somit ein 2 vs 2 Minigame. Sind die Tafeln in eine rote und eine blaue, in eine blaue und eine und drei rote oder in eine rote oder drei blaue Tafeln aufgeteilt, beginnt ein 1 vs 3 Minispiel. Nachdem der Minispieltyp ermittelt wurde, wird das zu spielende Spiel ausgewählt. Das jeweilige Minispiel wird nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Viel Glück und sammelt jede Menge Münzen in den Minispielen. Kommen wir nun zu den Gebäuden, die man auf den Spielbrettern findet. Das ist die Koopa Bank. Jedes Mal, wenn man die Bank passiert, muss man 5 Münzen abzahlen. Doch landet man einer von euch genau auf dem Bankfeld, erhaltet ihr alle Münzen, die ihr gesammelt habt. Dann haben wir noch den Itemladen. Hier kann man nützliche Items kaufen. Vom Toad oder vielleicht doch lieber von Bowser? Naja, denkt dran, dass Toad und Baby Bowser verschiedene Items zum Kauf anbieten. Okay, ich mache euch jetzt mit den einzelnen Charakteren bekannt, die man treffen kann. Der Millennium Stern wartet stets gerne mit Sternen auf, falls man ihm begegnet. Für nur 20 schlappe Münzen kann man einen Stern erwerben. Stiehlt je Münzen oder auch Sterne von euren Mitspielern und bringt sie euch. Für Münzraub verlangt er nur 5 Münzen, aber für einen Sternenraum, glaubt mir, da müsst ihr richtig cashen mit 50 Münzen. Aufgepasst, es ist ein Action Time! Wenn Action Time auf dem Bildschirm erscheint, beginnt eine Action. Achte auf die Anweisung auf dem Bildschirm, gutes Timing ist angesagt. So viel zum grundsätzlichen Spielverlauf. Es endet nach der festgelegten Rundenanzahl. Falls zu Beginn Bonus gewählt wurde, kann man noch Sterne dazu erhalten. Es gibt 3 Arten von Boni, die ich im Folgenden erklären möchte. Erstens dem Minispielstern. Dieser Bonus erhält derjenige, der am meisten Münzen in den Minispielen gewonnen hat. Zweitens der Minstern. Diesen Bonus erhält derjenige, der im Laufe des Spiels die höchste Anzahl an Münzen hatte. Und zuletzt der Ereignisstern. Dieser Bonus erhält derjenige, der insgesamt am häufigsten auf die Fragefelder gelandet ist. Der Spieler, der zum Schluss die meisten Sterne besitzt, hat gewonnen. Das war's. Ihr kennt jetzt nun die grundsätzlichen Regeln des Gefechtsspielbretts und möge also der Beste der Superhelden, der Superheld werden. Ciao. Danke, Purzel, für diese ausführliche Reise in die Welt von Mario Party 3. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, ihr musstet ja zusehen. Nicht wirklich, aber hey, ihr wolltet es sehen. Ich hoffe, ich habe euch glücklich gemacht. Wir sehen uns in dem nächsten Video wieder und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Und denkt dran, ihr könnt auch gerne abonnieren und ein Like da lassen, um mich zu unterstützen. Und dann würde ich sagen, bis denn und ciao.